Herzlich willkommen bei Slevin Streamt Sport. Heute geht's weiter mit dem Sim-Game. Auf der Agenda steht hier, wie ihr sehen könnt, Lüttich, Bastogne, Lüttich unter anderem. Zunächst bin ich euch aber noch zwei Ergebnisse schuldig, nämlich das Amstel Gold Race und den Flash Wallon. Also das sind ja die Ardennen-Klassiker, die drei. Und ja, das Amstel Gold Race hat Wout van Aert gewonnen, den wir ja wegtransferiert haben zum Team UAE. Madouar war unser Bester auf Rang 12 und den Flash Wallon hat Alexander Vlasov gewonnen und unser Bester war wieder Madouar auf Platz 14. Jetzt gehen wir live rein zu Lüttich-Bastogne-Lüttich. 12 Kilometer vor dem Ziel sollte es bei Lüttich-Bastogne-Lüttich zu den entscheidenden Attacken kommen und unser Kapitän David Godu war bei keiner einzigen Attacke bisher dabei, aber hier ist er plötzlich zu sehen am Hinterrad von Enric Mas und vor Remco Evenepoel im belgischen Meistertrikot. Und die holen jetzt Alaphilippe und Bardet ein, so wie es aussieht. Jetzt gucken wir dann gleich mal nach hinten, ob da noch jemand aufschließen kann. 8 Kilometer nur noch. Die Lücke geht auf. Da haben wir Alaphilippe und Woods. Alaphilippe wird also abgehängt, kann nicht mehr folgen. Hat davor schon zu viele Körner verbraucht. Und hinten sehen wir Van Aert. Viel gearbeitet seine Mannschaft, aber jetzt scheinen sie hier vorne nicht um den Sieg fahren zu können. 4 Mann sind vorne. Dann zwei dahinter, aber da wird Woods nicht mehr viel Unterstützung von Alaphilippe bekommen. Wir haben gesehen, der Franzose ist völlig kaputt. 4 Kilometer noch und wir haben mit David Godu tatsächlich die Chance, das Podium bei Lüttich-Bastogne-Lüttich zu erreichen. Wäre für uns natürlich ein großartiger Erfolg, nachdem wir Wout van Aert weggetradet haben. So, jetzt wird aber vorne gepokert. Ihr seht es, keiner will mehr die Nase in den Wind strecken und plötzlich ist da ein fünfter Mann vorhanden. Das ist nämlich Michael Woods, der Kanadier. Das ist natürlich nicht gut, den rankommen zu lassen. Jetzt kommt es aber zum Sprint. Mas ist vorne, Bardet hat deutlich mehr Power. Auf der rechten Seite ist unser David Godu. Sieht aus, als würde er Platz 2 erreichen können, aber Evenepoel sprintet noch vorbei. Der Sieg geht an Romain Bardet und das absolut verdient. Danach stand die Tour de Romandie auf dem Programm, also eine sechstägige Rundfahrt in der französischen Schweiz. Die ging an Joao Almeida vor Kevin Genietz, brutal stark, der fährt ja leider nicht mehr von uns, sondern für Q36.5. Unser bester Mann in der Gesamtwertung war Eddie Dunbar auf Rang 13 und Tratnik hat das Ganze auf Platz 20 beendet. Das war eher weniger erfolgreich für uns, muss man sagen, wir haben auch keine Etappe unter den Top 5 beendet, also insgesamt eine sehr, sehr enttäuschende Rundfahrt, obwohl wir mit Eddie Dunbar eigentlich dann einen guten Mann hingeschickt haben. Aber die Tour de Romandie ist bei uns hier im Sim-Game nur ein Rennen aus der Pro-Tour, also nicht aus der World-Tour und dementsprechend können wir das einigermaßen verschmerzen. Auch die Tour of the Alps gehört zur Pro-Tour und auch die haben wir schon beendet und auch die war für uns nicht ganz so erfolgreich. Am Ende landet Dunbar auf der 8, Zimmermann auf der 10, Lehmreise auf der 16, also drei Leute in den Top 16, am Ende gar nicht so schlecht. Und mit Zimmermann sind wir einmal Etappendritter geworden und mit Dunbar einmal Etappenvierter, also insgesamt gar nicht so schlecht gelaufen. Die Rundfahrt aber geht an Maxim van Rils, für mich wahnsinnig überraschend. Der hat sich bei den Bergen wirklich schadlos gehalten. Man muss aber auch sagen, die KI hat nicht wirklich attackiert. Das war ein bisschen strange. Da hätte ich mir von Dunbar zum Beispiel schon erhofft, dass er in die Offensive geht. Vielleicht gemeinsam mit einem Kass, einem Caruso und einem Maika. Aber die haben eigentlich nur zugeschaut, wie Van Gils da hochfährt. Und dadurch konnte man ihm dann das Trikot nicht mehr entreißen. Trotzdem drei Leute in die Top 16 der Gesamtwertung gebracht. Ich glaube, damit können wir zufrieden sein, wenn wir bedenken, dass wir hier auch kein absolutes Weltklasse-Angebot, Aufgebot an den Start geschickt haben. Ja, und dann war da noch Eschborn Frankfurt, auch das bei uns hier ein Rennen der Pro Tour. Das ging, ja, Heimsieg an Nikias Arndt aus Deutschland vor Kevin Genietz, der hier schon wieder richtig gut abliefert. Die lassen also Wout van Aert tatsächlich hinter sich, haben sich durchgesetzt mit einer späten Attacke, richtig, richtig geil. Auch ein Philipsen stand hier am Start, ein Gunner, also top besetzt. Wir werden am Ende mit Christoph 10. Ja, sind wir damit jetzt zufrieden? Weiß ich nicht. Vorm Rennen hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich möchte um den Sieg fahren mit Christoph, aber wenn ich das Aufgebot hier sehe von den Leuten, dann muss ich sagen, bin ich eigentlich nicht unzufrieden. Bevor ich euch mein Aufgebot für den Giro d'Italia verrate, möchte ich euch nochmal den aktuellen Stand in der Weltrangliste zeigen. Ineos Grenadiers führt weiterhin souverän mit 5.842 Punkten.
vom Team Jumbo-Visma mit 4.973 und dann kommen wir mit 3.800. Also immer rund 1.000 Punkte sind zwischen den ersten dreien. Danach wird es ein bisschen enger. Wir sehen es, unglaublich viele Teams sind zwischen 2.000 und 3.000 Punkten. Also da kann sich noch sehr, sehr vieles verändern, zumal wir ja noch keine einzige Grand Tour hinter uns gebracht haben. Und das ist genau das Stichwort, denn jetzt geht's rein in den Giro d'Italia. Ich werde euch heute noch kein Rennen zeigen, aber ich werde euch mein Aufgebot verraten. Und das werde nicht ich machen, sondern das werden die Kommentatoren machen, die Teampräsentation durchgeführt haben. Richtig cool gemacht, auch mit PCM Plus Unterstützung natürlich. Da schalten wir jetzt rein. Ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, the rider's actually that isn't here. I asked why he isn't here. He's here. Just not for UAE. It is Jonas Vingegaard who is here, and he's brought along Dines and Christoph for the sprints. He's also brought along Dunbar, just top five of the Giro. He's got Madouar here. He's got Champersand, Zimmermann, and Armadale. It's a great team. It really is a great team. It's a great Thomas Tig squad. But maybe missing a bit on the sprint side. That's the only thing. But then again, you can have like a Zimmermann, maybe an Armadale, maybe a Champersand, maybe even Madouar. You can just like put on the flat, bring them into position. Who are they going for, actually? Christoph or Dainese? Dainese, surely, right? The home hero. Dainese on home roads, absolutely. Should be their sprint leader. Christoph could struggle to get some of his own opportunities. Perhaps there are a few cobblestone sectors in this Giro d'Italia or gravelly sections which he could thrive on, but I think they're in the more mountainous stages. Do correct me on that if I am wrong. But speaking of mountainous stages, they have a cracked team. Jonas Vingegaard will be their leader, surely. Unless he crashes, and even if he does crash, they've got the likes of Eddie Dunbar to back him up as a second choice leader if needs be. But I'm sure he'll be on the train for Jonas Vingegaard, Bruno Almirall, Clément Champoussin, Georg Zimmermann, Valentin Madouar. It's big name after big name. I think Vingegaard should see himself as the favourite for this race with the team he has around him. Okay, I was going to ask you about the GC later, but we've just gone straight out. Well, let's move on to the GC favourites we've got here as well. We've got 10 favourites here. Jonas and Roglic, the 3-star favourites. Then Thomas, Mas, Hindley and Almeida tier below. And then even a tier below that, Yates, Evenepoel, Vlasov and Caruso. I will allow you to put like more than like four riders in tier like two and like more than two on tier three.